Ja, Freunde, der VK-72er Spezialpanzer landet natürlich mal wieder im Gegnerteam natürlich, ne? Ist ja klar, ne? Muss ja unfaires Matchmaking stattfinden, weil ansonsten wäre das ja nicht Wargaming, ne? Ja. Wer wird wohl das Spiel gewinnen? Gucken wir mal. Die Map an sich ist auch sehr schwer zu spielen für so eine Badshot, weil sehr viel Kreuzfeuer. Da in der Mitte kannst du sowieso nicht hochfahren, bist du sofort tot. Hier kassierst du sehr oft von FV-TDs und anderen TDs, die einfach hier reinrotzen. Ja, schon schön, wenn unsere Artis zum Beispiel diesen Scout da in der Mitte wegschießen, ne? Ja. Arschkarte, Alter. Der lebt immer noch, unser Scout ist tot. Beziehungsweise unsere Grille ist tot, Alter. Was hat der denn veranstaltet? Bitte, Arti, Alter, rotz doch mal diesen Scout weg. Meine Güte, Alter. Meine Güte, rotz doch diesen One-Shot weg, Mann, mit deiner scheiß Arti, Alter. Wie kann man denn so... Oh Gott. Unsere Artis weigern sich jetzt da, diesen Scout rauszuholen, da, der hier, ne? Der fährt jetzt einfach so davon, Alter. Ja, das ist ein Paradebeispiel für schlechte Arti-Fahrer, ne? Die kosten uns jetzt auch den Sieg auf jeden Fall. Ja, die rotzen lieber hier auf diesen komischen Typen, anstatt den Scout rauszunehmen, der uns da die ganze Zeit outspottet. Ja, das wird natürlich eine Niederlage, ne? Also bei den Artis brauche ich mich nicht wundern, wenn das Spiel gleich lost ist. Ja, gegnerischer FV ist auf, wird natürlich auch nicht abgeaimt. Wie immer. Das ist halt so Paradebeispiel für schlechte Arti-Fahrer, ne? Die schießen auf unnötige Ziele, lassen aber wichtige Ziele einfach am Leben, weißt du? Ultra schlecht gespielt und das Team stirbt auch schon wieder so schnell. Unfaires Matchmaking ist auch am Start, weil VK-72er und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, schießt schon wieder keiner auf das Ding, ne? Ja, oh, da fährt ein FV durch die Gegend, der nicht abgeaimt wird von unserem Team, ne? Ja, das ist halt... Das ist fatal, ne? Wenn die scheiß Artis einfach wichtige Ziele nicht abaimen. Ich hatte sie auch drum gebeten, weißt du? Ich hatte doch meine Artis drum gebeten, den FV rauszunehmen. Oder den VK-72er, ne? Nichts davon ist passiert, Alter, ja. Ja, haushohe Niederlage, weil VK-72er im Gegnerteam, der da einfach in der Stadt durchmarschiert ist, und weil zwei Artis, die schon wieder wichtige Ziele nicht rausnehmen, sondern die unwichtigen Ziele beschießen, ne? So, was soll ich dir sagen, Brudi? Wir müssten hier auch durchcappen, alles andere funktioniert jetzt sowieso nicht mehr. Schade, Alter.
Ah, wobei, Alter, eventuell können wir das doch gewinnen. Meine Position unterstützen. Bitte Leute, jetzt macht mal Teamwork, Alter, wir können das noch gewinnen. Komm. Der 277er, Alter, der hat mich einfach verrecken lassen, Alter. Und dann sagt er, ich brauche Hilfe. Geiler Typ, Alter. Ich kämpfe da gegen drei Panzer gleichzeitig und er sagt zu mir, ich brauche Hilfe, Alter. Ist das geil. Unsere Scouts einfach hinten in der Ecke am Rumschlafen. Ja, Bestebogib, du hättest ja auch mal schon längst die Arti und den FV und so rausnehmen können, Brudi, mit deinem Scout, ne? Und was ist mit dem hier, Alter? LOL des Todes, Alter. Ich bin da gegen drei Leute am Kämpfen. Da sagt der 277er, ich brauche Hilfe. Ja, mehr Hilfe geht nicht. Ich habe für dich den 60 TP rausgenommen und die anderen zwei gespottet, Alter. Wie viel Hilfe soll ich dir denn noch geben? Oh Gott, ist das schlecht, Alter. Der Scout, der gönnt sich hier die Sniper-Position. Ich fass es nicht. Ja, natürlich schickt mir Wargaming genau diesen Typen, ne? Der einfach nicht rafft, dass er jetzt mit seinem Scout das Spiel regeln muss. Arti rausnehmen, flankieren, resetten, das ist alles sein Job hier, ne? Ja. Der hätte jetzt resetten müssen, ne? Der hier. Genau der hier, exakt der hier. Tja. Wir sehen ja gleich, ne? Wer was gemacht hat und wer nicht, ne? Bin mal gespannt. Ja, Hauptsache du bist noch am Leben, ne, T100 Light. Genau, das ist dein Ziel gewesen, ne? Vor allen Dingen, ich hatte keinen Spot, ne? Ich wusste gar nicht, wo der E3 und der VK sind. Ja, vom Scout erwartest du ja, dass der mal irgendwie am Ende des Spiels mal ein paar Spots liefert, ne? Unser Scout war halt wieder mit Schießen beschäftigt, ne? Grille, 0 Damage. FV am Ende ein Schuss abgegeben, weggestorben. Autoloader sofort tot, zu weit vorgefahren. Centurion AX viel zu wenig Damage. Gucken wir mal. Was hat der andere FV? Ah, zwei Schuss. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, und unser Scout war mit Schießen beschäftigt, ne? Anstatt mit Spotten, ne? Ja. Ich habe ungefähr genauso viel Spot wie er, aber er ist halt der 10er Scout, ne? Wobei, ich habe sogar viel mehr als der. LOL! Ich habe sogar viel mehr gespottet als er. Ja, natürlich landet der WN8-Bot bei mir im Team, ne? Der nur wegen seiner WN8 und Gunmark spielt, ne? Und natürlich landet der VK-72er im Gegnerteam, ne? Der marschiert da überall durch. Den kann ja auch keiner aufhalten. Zusammen mit dem E3. Da wird schön massig getankt. Ja, den habe ich ja rausgenommen. So, schauen wir mal. Nach XP bin ich auf Platz 2. Ja, er ist auf Platz 1, aber wie gesagt, er hat seinen Job halt nicht gemacht mit dem Scouten, ne? Weil auf einer offenen Map mit zwei Artis 1300 mit dem 10er Scout ist halt massiv schlecht. Ich glaube, die hat er auch ohne Absicht gemacht, weil 1300, Alter, das kannst du dir in die Haare schmieren. Ich glaube, unsere Heavys haben vielleicht sogar teilweise mehr, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Am geilsten war sowieso der 277er, ne? Der fragt mich nach Hilfe. Ich kämpfe da gerade gegen drei Leute. Er fragt mich nach Hilfe. Wie soll ich dir denn helfen? Ich kämpfe gerade gegen die stärksten Panzer des Gegners, Alter. Und klipp die, anstatt dass er mir hilft. Ne, sitzt da hinten in der Ecke und wartet. Ach Gott. Vielleicht hätte ich auch nicht da in die Mitte fahren sollen. Vielleicht erstmal auf Distanz bleiben. Ich hatte aber Angst, dass unsere Basis auseinanderfällt, ne? Naja. Ja, meine Damen und Herren. Unfair Matchmaking made by Wargaming. Schon wieder ein Chief, der in dem Gegnerteam
Kein Chieftain im eigenen Team. Kuss geht raus, Brudi. Es ist auch eine Map, ne, mit zwei Artis, ne, und über die Hälfte der Map ist offen, also von daher. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Gucken, 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 gucken. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Wir müssen mal gucken. Da, bitteschön. Naja, unsere Artis sind nicht motiviert, Freunde. Guck mal, der steht komplett offen, ne? Guck dir das mal an. Übrigens, die andere Flanke fällt, so wie ich das gerade mitkriege. Ich müsste mal auf der anderen Seite mithelfen, weil zu viele Leute hier auf die Flanke hier gefahren sind. Da drüben fällt gerade alles auseinander, Alter, alles. Übrigens, unsere drei Super Kongs sind schon alle tot, ne? Die haben sich alle weggeschmissen, ne? Die haben es geschafft, sich wegzuschmeißen. Alle drei sind tot. Bitte, wie kriegt man einen Dreier-Platoon Super Kong nach anderthalb Minuten tot? Wie geht das? Wie kriegt man bitte dreimal Super Kong tot nach so kurzer Zeit? Wie geht das? Ne? Für die Leute, die dann immer sagen, ja, aber du hattest doch dreimal Super Kong. Ja, aber die haben sich nach anderthalb Minuten alle drei weggeschmissen, ne? Und komisch, der gegnerische Chieftain, der lebt noch, ne? Ja, ich spotte, keiner schießt. Übrigens, das gesamte Team hat sich auch schon tot gejodelt, wie man sehen kann. Ja, unsere Arti hätte ja auch mal zurückfahren können oder so, ne? Schlauerweise. Guck doch mal auf Tacho, das Spiel ist 2,5-3 Minuten alt und meine Mitspieler sind alle weg. Tja, Freunde. Ja, den Chieftain darfst du ja auch nicht penetrieren, ne? Der ist ja unbesiegbar. Ja. Danke Wargaming für so viel Unfairness, ne? Dankeschön. Bot-Team war bei mir und Chieftain war im Gegnerteam. Drei Super Kongs, die nach anderthalb Minuten tot waren. Ja, und das auf einer Map, wo der Scout halt nutzlos ist, ne?
Ja. Ich dokumentiere das ja seit Monaten, ne? Nicht, dass mir irgendeiner dann hinterher nicht glaubt oder so. Also meine Winrate wird safe zu 100%ig von Wargaming kontrolliert, und zwar nach unten. Die lassen es einfach nicht zu, dass meine Winrate nach oben geht, und zwar durch das Matchmaking. Ich krieg immer die Bot-Teams, ne? Überleg mal, dreimal Superkong im Platoon ist nach 1,5 Minuten tot gewesen. Überleg mal, wie schlecht diese drei Leute gewesen sein müssen. Plus ein Chieftain im Gegnerteam, kein Chieftain in meinem Team. Das heißt, wenn ihr demnächst die Winrate von irgendwelchen YouTubern und Streamern euch anguckt, dann werdet euch bewusst, dass meine Winrate immer manipuliert wird nach unten, ne, damit ihr Bescheid wisst. War jetzt aber so rein von der Statistik jetzt auch nicht der allerkrasseste, aber Top Damage hat er trotzdem, ne? So, schauen wir mal, was haben unsere Superkongs eigentlich so gemacht? Oh! Der Kollege hat immerhin 2 Schuss rausgekriegt, bevor er dann dahin okay, alles klar. Das erklärt alles, ne? So, was haben wir hier? Okay, das erklärt natürlich auch alles, ne? Alles klar. Brauchen wir gar nicht weiter diskutieren, wissen wir direkt Bescheid. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Der 10er Heavy hier, auch nur ein Schuss und dann weggeplatzt. Angeblich. Genau. Angeblich 56% Winrate. 10.000er WOT-Wertung, angeblich. Aber geht nach einem Schuss aus dem Spiel raus. Okay. Wer hat denn die meisten XP in der Runde gehabt? Ich habe die vierthöchste. Okay, ja dann. Super, Alter. Da kannst du nicht meckern, Alter. Beste, wo gibt. Danke, Wargaming. Kuss geht raus fürs unfaire Matchmaking.